Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute begeben wir uns nach Camp Oakwood, wie es aussieht, und begegnen ein paar Dinos. Und ich würde sagen, wir starten direkt das Spiel und schauen mal, was so auf uns zukommt. Ich liebe Dinos. Hey Maddie, we're almost at the campground and about to lose reception, so I just wanted to check in. It's so beautiful out here. Just keep following that logging road till you see the sign for Oakwood. It's been abandoned for a while, so hopefully it's not too hard to miss. We're supposed to lock the fence behind us, but we'll leave the key out for you. Be safe on your way up here, and we'll see you tomorrow. Can't wait! Okay, also wenn wir dem Pfad folgen, dann sollte das kein Problem sein, dass wir Camp Oakwood finden. Es ist ein wunderschöner Tag. Und wir haben leider keine Untertitel. Ich hatte leider auch keine Option, Untertitel einzuschalten. 8. Juli 2018. Central Coast Region, British Columbia. Wir können sprinten. Können wir dauerhaft sprinten? Wir können dauerhaft sprinten. Ja, das, ja. Ich hoffe, vom Sound her ist es einigermaßen okay. Wobei ich glaube, dass es vielleicht noch ein kleines bisschen laut ist. Mit leuchtenden Interaktionen. Mit leuchtenden Objekten kann ich mit der linken Maustaste interagieren. Hey Maddie, du bist auf dem richtigen Pfad. Du bist auf dem richtigen Weg. Folge einfach dem Pfad. Ich sehe dich bald. M. Ich meine, es ist eine schöne Gegend, ne? Oh, da sind wir! Oakwood! Sehr schön! Was? Linke Maus... Ah, hier, okay, die habe ich gar nicht gesehen. Linke Maustaste, um den Schlüssel aufzuheben. Linke Maustaste, um aufzuschließen. Herzlich willkommen in Oakwood. Yay, es wird eine Katastrophe werden. Woo! Vermisst. Robert Lowride. Robert wurde zuletzt gesehen beim Seeger Trail, um fischen zu gehen, am 9. Juli 1990. Wenn ihr irgendwelche Informationen habt, bitte den Service vom Woodpine Park kontaktieren. Es ist immer kein gutes Zeichen, wenn die Musik einfach plötzlich aufhört. An Emily Lawrence, 4. Juli 2018. Datum der Ankunft, 7. Juli, 7 Gäste für 3 Nächte. Anweisungen. Folge dem Bärenweg für 13 Kilometer zum Green Lake. Finde die Holzstraße, glaube ich, an der nördlichen Küste. Folge der Holzstraße für 8 Kilometer. Benutze den Schlüssel, den wir per Post versandt haben, um das Gate, um das Tor aufzuschließen. Bitte schließt hinter euch das Tor wieder ab. Habt einen wundervollen Trip. Das hatten sie bestimmt. Oh. Hot Dogs, Hotdog-Brötchen, Marshmallows, Propan. Propankanister,
Schinken, Eier, Kaffee, Filter, Mückenspray, Energy Drinks, Sonnencreme und vieles mehr. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich guck mich erstmal ganz kurz um. Was haben wir hier? Liam, triff mich beim See um Mitternacht. Hannah. So, hier haben wir noch einen Rucksack. Rufe Maddie an, bevor ihr Woodpine Ridge erreicht. Es gibt in Oakwood keinen Empfang. 604550. Das ist anscheinend nicht lesbar. Okay, ich kann mir nichts mitnehmen. Muss ich hier einfach weitergehen? OMG, Carter ist so ein Idiot. Ich kann nicht glauben, dass er so viele dumme Gadgets eingepackt hat. Es ist ja schon irgendwie süß. Aber eines der Radios scheint... das er uns gezeigt hat, scheint gar nicht zu funktionieren. Erinnere dich einfach. Du hast ihn eingeladen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin nur hier. Offensichtlich. Kann ich mir die Axt mitnehmen? Okay, gut, dann halt nicht. Ja, Feuer stellen. Okay, crouchen kann ich auch. Perfekt. Ich sehe einen Wasserfall. Hi. Okay. Warnung. Leitungswasser wird vom See abgepumpt und nicht behandelt. Das Wasser, was ihr aus der Leitung bekommt, müsst ihr zuerst abkochen. Zumindest eine Minute. Bevor ihr es trinken wollt, eure Zähne putzen wollt, Lebensmittel damit reinigen wollt oder Babynahrung zubereiten wollt. Okay. Ich habe ein Totem abgepickt. Ich habe ein Totem abgepickt. Ich habe ein Totem aufgehoben. Ich weiß nicht mal, was ich mit dem Totem machen soll, aber Hauptsache erstmal, das lag da so. Hauptsache erstmal. Erstmal ein Totem aufheben. Okay, es wurde gespeichert. Anscheinend... War bestimmt nur ein Reh. So wie das gelaufen ist, war das bestimmt nur ein Reh. Ja, ja. Oi. Okay. Oh shit. Das ist was Großes. Ja. Ja. Kannst du bitte die Tür schließen hinter dir? Okay, nicht bewegen. Es ist zwar nur ein Irrglaube, dass der T-Rex uns nicht sehen kann, wenn wir uns nicht bewegen, aber... Hey! Nicht bewegen!
Gott, ich bin gar nicht da. Hi! Was ist, wenn ich mich wirklich einfach nicht bewege? Taschenlampe jetzt gerade noch nicht benutzen möchte. Okay. 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 Okay, okay, okay. Okay, to uncrouch. Oakwood Lodge Community Hall. Welcome to Oakwood. Ja! Ich wollte gerade sagen, guck mal, das sind aber große Tische. Kann ich mir nicht eine bessere Taschenlampe nehmen? Kann ich mir nicht einfach eine bessere Taschenlampe nehmen? Die Tür ist abgeschlossen. Vermisst Jacob Kapernisky. Zuletzt gesehen während dem Sommerjubiläumstag, während der Schnitzeljagd, ist es, glaube ich. Er wurde zuletzt gesehen mit einem roten Hoodie und braunen Shorts. Bitte meldet euch bei der Oakwood Administration, wenn ihr irgendwelche Informationen habt. Okay, ich habe noch ein Totem. Du Scheiße. Jetzt sind wir hier in der Phasmo-Schule oder was? Die Geschichte und die Menschen von Woodpine Ridge der Region. Published 1989. Okay, beim Seeker Trail wurden nicht identifizierbare Ausscheidungen von Tieren gefunden. Dr. Hillheimer von der Universität hat vor 7 Jahren ähnliche Dinge gefunden, als er die Region untersucht hat. Die Laborberichte waren nicht eindeutig. Wenn mein Verdacht wahr ist, könnte hier irgendwo ein abgeschlossenes Ökosystem sein. Wenn die Natur mit einer mysteriösen Flora, die sich selbst weiter fortpflanzt, könnte ein Indikator dafür sein. Dr. K. Latimer. Calendrical Cycles. Okay, Rituale der Anwohner von der pazifischen Küste, 1978. Oh. Doors blocked from the other side. Okay, von der anderen Seite blockiert. Bin mir halt nicht so sicher, ob ich hier rein möchte. Die einzigartige Flora von der Oakwood-Temperaturzone 1984. Hi. Okay, Tür ist abgeschlossen. What? Liebe Mom und Dad, kann ich früher vom Camp nach Hause kommen? Es macht wirklich keinen Spaß mehr. Jeder ist am Ausflippen, weil einige Kinder verschwunden sind und das ist uns nicht mehr erlaubt, draußen zu spielen. Außer ein Aufseher ist direkt da. PS, danke für die Cookies.
What? Ich hab nichts gesehen! Boah, das ist unfassbar laut, sehr schwer zu verstehen. Sie ist sicher mit Dylan? Und dann hat sie quasi gefragt, was war das? Oh Gott. Ja, gut, die Tür ist weiterhin abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Tür ist abgeschlossen. Ach, hier bin ich am Anfang reingekommen, ne? Gut, nicht am Anfang, aber... Main Office. Okay, der Schlüssel ist weg. Okay, mit den letzteren Tragödien wegen den vermissten Campern müssen wir sie mit großem Bedauern informieren, dass die Oakwood Lodge, Oakwood Townside und der umgebende Park permanent geschlossen wird zum 30. September 1990. Während wir stolz auf die Arbeit von der Oakwood Development Gruppe sind, haben wir mit schwierigen Entscheidungen, mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, das hier nicht weiter fortzuführen. Aus Respekt von den Familien, die von den Tragödien betroffen sind. Was? Ist okay, ich halluziniere schon. 20. September 1990. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir diesen Ort hier schließen. Vor dem Verschwinden der Camper muss das hier der beste Sommer meines Lebens gewesen sein. Ich werde den Ort hier vermissen. Die Berge, die Seen, die Vögel, all die coolen Fossilien, die wir gefunden haben, aber am meisten die Menschen. Ich habe einige lebenslange Freunde hier gefunden. Ich hoffe, dass wir nicht den Kontakt verlieren. Okay, gut, also ich kann hier nicht alles öffnen. Ich habe noch einen Schlüssel. Min's Room Key, okay. Ich habe den Schlüssel zum Männerbadezimmer. Da. Hallo? Ist das Wasser oder ist das Blut? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hihi. Hihihi. Hihi. Okay, ich kann die Tür nicht schließen. Was denkst du, was mit Jacob passiert ist? Mike hat gesagt, ein Bär hat ihn bekommen. So ein Grizzly. Warst du mit ihm befreundet? Mit dem Grizzly? Bestimmt. Oh Gott. Hey Jodie, wirst du dich bei der Talentshow bewerben? Möchtest du ein Duett mit mir machen? Katie. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Ist ein bisschen schwierig, sich hier zurechtzufinden, wenn ich ehrlich bin. Nochmals, ist das Blut oder ist das Wasser? Ich habe einen von den Aufsehern sagen gehört, dass Sandra auch verschwunden ist. Denkst du, sie ist weggerannt? Nein, ach, bestimmt nicht. Die wurde nur von Dinos gefressen, also keine...
Sorge! Alles ist gut. Ja. Exit. Kann ich hier irgendwas machen? Ah, hier, guck mal. Okay, das sind nur meine Schritte. Ja. Okay, nee. Kann ich mir nicht irgendwie... Ich habe einen Schwanz gesehen. Stay low and move quick. Okay, bleib unten und beweg dich schnell. He did not see me. How the fuck? Ich kann da doch jetzt nicht... Digi, ich sterb doch, wenn ich da jetzt langlauf. How did I not die? Ja, mach mal Licht an. Ich sehe zwar so gut wie gar nichts, aber ist okay. Kannst du nicht ein bisschen leiser hier durchlaufen? Oh, lass mich raten, die kommen hier jetzt gleich, oder? Was hätte ich denn tun sollen? Wo soll ich denn? Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Der kommt da plötzlich einfach vor mir. Wo soll ich denn hin? Okay, okay. Fuck it. Keine Ahnung. Das Vieh kommt mir jetzt aber nicht hinterher, oder? Okay. Ich hab ein... Ja! Ich hab ein Dino getrappt. Haha, du Arsch! Okay, ich hab ein Dino getrappt. Hier komme ich nicht weiter. Gut. Dann gehen wir. Oh shit. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Wie? Willst du mich komplett verarschen jetzt? Ja! Okay, kann ich nichts öffnen. Oakwood Townside, Kanalisation. Bezüglich der Sicherheitsstandards. Okay.
Okay, also das regionale Infrastruktursicherheitskomitee muss immer anwesend sein, wenn Leute von der Wartung in der Kanalisation arbeiten. Oh, das ist doch so ein Bait, oder? Oh, guck mal, ein Totem. Gibt bestimmt noch ein Achievement. Aber das ist doch so ein Bait, hier jetzt lang zu laufen, oder? I did not see shit. Die Menge an Fossilen, die in dieser Umgebung gefunden wurde, ist erstaunlich. Nach Monaten der Proteste hat die Oakwood Development Gruppe zugestimmt zu einem Kompromiss. Die Artefakte, die anthropologischen Artefakte, die hier aufgedeckt werden, zu präservieren. Präservieren? Preserve? Instand zu halten? Aufzuheben? Nicht anzufassen, sagen wir es so. Die Development-Gruppe erhält trotzdem immer noch sehr, sehr viele Drohungen, die Gegend zu verlassen. Und Grave Warnings, also quasi sowas wie, ja, hier ist eine Ruhestätte, stört die Ruhestätte nicht, weil, ist halt so, ne? Ich wünschte, wir würden mehr darin setzen, den Respekt gegenüber unserer Grundsätze zu bewahren. Okay, cool. Hallo? Hallo? Okay, gut, da ist nichts. Okay. Wisst ihr was? Ich will's gar nicht wissen. Ich gehe einfach weiter. Ist abgeschlossen. Es war das Offensichtlichste. Tür noch lauter auf. Ja, natürlich. Noch lauter. Oh, shit. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ja, geh mal zur Mikrowelle, bitte. Nicht noch lauter hier durchlaufen. Als würden die Velociraptoren das nicht schon hören. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, kannst du die Tür bitte schließen? Oh mein Gott!
Irgendjemand bohrt! Ja! Yay! Wenn irgendjemand das liest, Dylan und ich sind vorgegangen und suchen einen sicheren Platz, um uns zu verstecken, bis es morgen ist. Es ist nicht sicher draußen im Wald. Sie jagen von den Büschen. Bitte seid vorsichtig, Zoe. Ja, normales Velociraptor-Verhalten halt, ne? Sie jagen von den Büschen. Na, ich bin ja happy jetzt. Ich bin draußen im Wald. Juhu! Oh, scheiße. Bisher muss ich sagen, sehr gutes Spiel. Der Mond ist unrealistisch groß. Oh nein, es ist hohes Gras. Wait, wo soll ich lang? Ach, ich soll hier runter. Ich habe gedacht, das ist Wasser. Ja, ich habe ihn gesehen. Alles ist gut. Ja, ja. Einfach weiter. Okay, was ist das hier? An Zoe. Hey Zoe, sieh dir mal diesen Platz an. Ich habe einfach eine zufällige Einladung zu diesem Campingplatz gefunden. Was denkst du darüber? Den Weg dahin habe ich dir mit beigefügt. Sieht cool aus. M. Ja, war eine geile Idee, M. Wir geben nur M die Schuld, dass hier jetzt alle tot sind, okay? Oh Gott. Einfach laufen. Einfach immer laufen. Halt die Klappe, Zoe! Okay. Jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, es wäre was Größeres, aber es ist in Ordnung. Oh. Puh. Okay, Punkt Nummer 1. Warum antworten wir ihr nicht? Sie ist sowieso schon viel zu laut, ne? Von daher, Punkt Nummer 2. Sie haben einen sicheren Ort gefunden, aber ich glaube, sie hat gesagt, ihre Batterien halten nicht mehr lange. Oi. Gutes Spiel. Also, ich hab ja vorhin, ne? Ich mag Dinos. Ich mag Jurassic Park. Ich liebe alles daran. Und das hier ist natürlich auch gar nicht gruselig, ne? Ich weiß halt nicht, ob die Viecher hier irgendwie... Okay, ich hab... Gastank, also Benzinkanister aufgehoben, nicht Gastank. Ich kann nicht reden. Halt die Klappe! Ich kann dir nichts tun. Okay, ich komme da auch nicht lang. Wait. What do I do? What do I have to do? Ich kann auch nicht springen. Was soll ich tun?
Psh! Ich komm mir... Oh Gott, nein, jetzt steck ich fest. Ich steck fest! Nee! Ich kann nicht... Ich steck fest! Ich... Ah, nein, ich steck nicht mehr fest! Gott sei Dank! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, scheiß drauf, einfach laufen. Alles ist gut. Es ist, ich habe gar keine Angst. Nein, mein Puls, ne? Ist Ruhepuls. Ich habe immer so einen hohen Ruhepuls. Alles ist gut. Nichts eigentlich ist, oh mein Gott. Einfach laufen und dann wahrscheinlich einfach weiterlaufen. Okay, bloß nicht stehen bleiben. Warum hat er mich bekommen? Ich hatte die Tür zu. Es ist halt auch so unrealistisch. Menschen können nicht schneller laufen als Velociraptoren. Okay, gut. Also eigentlich war da noch ein Zettel, aber wisst ihr was? Scheiß auf den Zettel. Ich darf halt safe gleich weiterlaufen. Weil die Viecher ganz genau wissen, wo ich bin. Was soll ich tun? Wo soll ich hin? Hilfe! Srusewutz. Oh ja, cool. Okay, keine Ahnung. Ja, ich falle einfach irgendein Rohr runter, obwohl ich nicht bei... Oh du Scheiße. Es wird immer dunkler, ne? Damn, ist es dunkel. Oh, bitte lass hier jetzt keine Krokodile sein. Townside Sewers. Ja, cool. I'm not happy. Ich sehe halt wirklich so gut wie gar nichts. Meine Taschenlampe ist absoluter Scheiß. Da! Okay, also sie hat Dylan verloren und sie hofft, dass es ihm gut geht.
Na, das wird ja super werden jetzt. Alles ist gut. Ja, gut, also es sieht so aus, als wenn ich da durch muss. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin hier durch. Und nun? B1. Ja, was B1? Warum bin ich denn jetzt hier? Ich hoffe, by the way, dass ihr das Bohren nicht hört. Es tut mir auch leid, wenn ich ein ganz kleines bisschen ruhiger bin, aber ich bin wirklich sehr... Sagen wir einfach mal konzentriert. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin soll. Oh, Existenz. Ah! Ja! Wir gehen auf jeden Fall in die andere Seite. Ja. Lass mich raten, irgendwas fehlt. Nein. Ich wollte gerade sagen, meine Taschenlampe. Okay. Da komme ich anscheinend nicht lang, also gehe ich in die Richtung. Okay, da ist Jadino. Alles ist... Nein! Nein! Meine Taschenlampe ist gestorben! Was? Die Batterie ist tot! Ich weiß nicht, was Inundation ist. Im Falle einer Notfall, Wasser, irgendwas. Wahrscheinlich Überschwemmung oder so, Hochstand, I don't know. Oh nein, ich muss drei Hebel umlegen. Ich muss drei Hebel umlegen. The prayer is a source of power. Ja, schön. Wir brauchen eine Power Source dafür. Oh, cool. Ich habe Totem aufgehoben. Finde ich ja super. Wie soll ich denn das jetzt hier ohne Taschenlampe hinkriegen? Und hier komme ich nicht rüber, oder was? Okay, hier darf ich nicht rüber. Gut, keine Ahnung. Ich hasse alles. Jetzt muss ich erst drei Hebel finden. Ja, aber ich komme ja nicht wieder hoch. Wait. Okay, ich komme hier doch vorbei. Oh. Noch ein Totem. Ja, keine Ahnung, was soll ich denn mit dem scheiß Totem machen? Ich komme halt nicht wieder zurück. Ich komme hier nicht durch. Ich darf da, ich, oder komme ich... Nee, Linksklick hilft auch nicht. Okay.
ist Tunnel 1. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Okay, hier hoch bringt auch nichts. Okay, also ich brauche irgendeine Powerquelle. Aber ich komme da drüben nicht... Da hinten nicht rüber. Weil normalerweise würde ich jetzt denken, dass ich hier rüber muss. Aber ich komme hier nicht rüber. Aber wo soll ich denn jetzt die drei Hebel umlegen? Und vor allem, was für drei Hebel? Hä? Ja, Mensch, lass mich doch mal nicht den Zettel lesen. Ich kann, by the way, mit Rechtsklick schleichen. Schön, dass ich das jetzt gerade gelernt habe. Ey, yo, Dino, was soll ich tun? Tell me. Zwei, vier Siebtel. Keine Ahnung. Ich bin gerade ein ganz kleines bisschen verloren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier komme ich nicht wieder zurück. Aber irgendwas muss ich hier doch jetzt machen. Dino, gib mir mal einen Tipp. Kleiner Dino. Ich muss Power Sources finden. Oder komme ich da nicht weiter, weil ich mich duken muss? Aber oben drüber ist doch eigentlich nichts. Oder bin ich blind? Na, eigentlich ist oben drüber nichts, ne? Ich komme da nicht lang. Wahrscheinlich erst, weil ich die Hebel ziehen muss. Aber ich weiß nicht, was für Hebel. Ich meine, hier sind Hebel, aber das sind nicht die Hebel. Each flow lever requires a source of power. Gut, ich habe keine Source of Power, davon mal abgesehen, ne? Aber ich weiß halt auch gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Also normalerweise würde ich ja denken, dass ich zurück soll. Aber ich komme da ja auch gar nicht lang. Ja, deine Taschenlampe ist tot. Schön, das weiß ich auch. Hier komme ich nicht wieder rein. Ich muss hier irgendwas tun. Die Frage ist nur, was muss ich hier tun? Ich meine, ich bin hier jetzt schon eine ganze Weile hin und her gelaufen, ne? Was Neues werde ich hier jetzt auch nicht unbedingt finden. Hier ist nichts dran. Hier ist... Das Einzige, was hier noch ist, ist halt die geschlossene Tür. Durch die ich halt auch nicht durchkomme. Dann halt die Rohre, an denen aber auch nichts dran ist. Und hier komme ich halt nicht weiter. Oh mein Gott, ich muss darüber sprinten. Ist okay, ich habe mir jetzt extra ein Video angeguckt. Woher soll ich das denn wissen?
Ist okay. Gut, ich muss einfach rübersprinten, ansonsten kommst du da nicht rüber. Gut. Notiz von Dylan geschrieben. Ich habe Zoe verloren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube nicht, dass ich hier lebend rauskomme. Ich benutze die ganze Zeit Carters Brille, um meinen Weg durch diesen Ort zu bahnen, weil meine Batterien leer gegangen sind. Ich hoffe, ihm geht's gut. Zoe hat eins der Walkie-Talkies. Er scheint das andere zu haben. Aber der Empfänger ist kaputt, also gibt es keinen Weg, ihn zu kontaktieren. Wer auch immer das findet, bitte sagt meiner Mom, ich vermisse. Ja, toll. Ja, du vermisst. Achtung. Der Emergency, der Notfallhebel wahrscheinlich ist mechanisch abgeschlossen. Das Tor kann nur geöffnet werden, wenn man die drei Hebel umlegt. An der Abflusskontrollstation nahe der Generatoren. Bitte beachten, jeder Hebel braucht seine eigene Energiequelle vom Generator. Ja. Yay. Oh nee. Three power sources. Oh Gott, die Batterie von der Brille geht auch leer, ne? Oh, das ist ein Dilophosaurus. Nicht in die Richtung. So, Hebel Nummer 1. Oh nein! Oh Gott! Ei! Eieiei. Okay, dem Dilophosaurus kann ich weglaufen. Das finde ich ja gar nicht so schlecht. Okay, Hebel Nummer 2. Jetzt muss ich nur noch Hebel Nummer 3 finden. Hebel Nummer 3. Okay, fuck it! Let's go! Ein Verschwimmen! Ein Verschwimmen! Oh na! Okay, jetzt ist alles leer. Na, ich krieg eine Krise. Okay. Okay. Wir laufen einfach. Alles ist okay. Alles ist gut, alles ist toll. Eigentlich nicht, aber was soll's. Ah!
Shuttle Time. Okay. Ich habe die Kanalisation abgeschlossen. Gott sei Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt besser wird, aber ich würde einfach mal sagen, alles ist besser als die Kanalisation. Hallo, darf ich einen Schluck trinken? Kein Totem oder so? Okay, ich muss hier irgendwas. Das geht natürlich auch. Ich hätte jetzt gedacht, ich finde da vielleicht ein Totem oder so, aber... Okay, es wird gespeichert. Es ist halt scheiße dunkel, ne? Sind wir mal ganz ehrlich, es ist scheiße dunkel. Das macht es... Okay, unbekannter Ort... Okay, irgendwas ist mit Madison. Sie ist an so einem riesigen Ding dran vorbei. Also wahrscheinlich ein T-Rex. Ja, und wenn wir immer weiter geradeaus sehen, gehen, alles irgendwie, keine Ahnung. Dann finden wir ihr Versteck. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ein bisschen schwer, sie zu verstehen. Aber es ist schön, dass sie mir hier ein paar Notfackeln gelassen hat. Ich würde zwar gerne eine davon aufheben. Muss ich hier weiter? Oh ja, ich muss hier weiter, okay. Ich bin gar nicht da! Ignoriere mich einfach! Ich bin keine leckere Mahlzeit! Lohnt sich gar nicht, mich zu fressen. Es lohnt sich nicht, mich zu fressen. Oh Gott. Wenn ich mich nicht bewege, bin ich gar nicht da. Are you serious? I'm so dead. I'm so dead. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht mal drehen darf. Oh, I'm so dead. Ah! Nein! Komm! Let me live! Bei T-Rex. Ich meine, ich habe ein Achievement dafür bekommen. Oh, ich wusste nicht, dass ich mich gar nicht bewegen darf. Also so gar nicht. Ich habe gedacht, ich darf ihm wenigstens hinterher gucken. Ja, ist okay. Ja, das war jetzt meine Schuld. I'm sorry. Das wusste ich nicht. Oh, aber ich war auch so kurz davor, es zu schaffen. Na gut.
Ich bin gar nicht so lecker, wie ich aussehe. Ich schwöre. So, ich gehe da wieder in meine Einbuchte. Hier, da. Und dann gucke ich nach da und hoffe, dass ich sehe, wenn er weg ist, wann ich laufen kann. Dann müsste gleich auftauchen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss das doch mal machen. Fuck it, jetzt laufe ich einfach. Ich drehe mich gar nicht erst um. I'm so fucking dead. I'm so dead. I'm not dead. Oh, das war ein großer Stein. Ja, Zoe, daran gebe ich dir jetzt die Schuld. Daran gebe ich definitiv dir jetzt die Schuld. Ja, nee. Oh mein Gott, ist der hier drin? Wait, what? Wie? Warum? Weshalb? Okay, wisst ihr was? Ich renne einfach. Ja, meine Taschenlampe ist immer noch tot. Okay, cool. Oh Gott, nein, das sieht nicht gut aus. 4. Juli 1997. Lieber Mr. Stevens, wir laden Sie und 6 andere Gäste ein, ein abenteuerliches Wochenende im in der Oakwood... sorry, ich kann nicht mehr übersetzen. Am Oakwood Campingplatz zu erleben. Am 7. Juli für 3 Nächte. Anweisungen. Ja, folgen Sie dem Burn Trail für 13 Kilometer zum Green Lake. Finden Sie die Straße Richtung North Shore. Folgen Sie der Straße für 8 Kilometer. Benutzen Sie den Schlüssel, ne? Wait. Das war's? Hi. Oh, ihr seid sogar 3. Oh, ihr seid viel mehr. Das war ein gutes Spiel. Abgesehen von der einen Stelle, wo ich einmal ganz kurz nachgucken musste, weil ich nicht wusste, wie ich da rüberkomme und ich eigentlich nur hätte rübersprinten müssen. Aber das war ein... Mann, ist es laut! Das war ein hervorragendes Spiel. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil es ganz schön laut ist, aber
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo freuen, damit ihr die nächsten Videos nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.